Hey Leute, was geht ab? Anime Drip hier. Ich hoffe, es geht euch ganz weit sehr gut. In diesem Video geht es, wie ihr auch schon in der Überschrift lesen könnt, um Itachi. Und eigentlich so den Fakt, dass einfach Itachi in letzter Zeit sehr, sehr unterbewertet wird. Ihr werdet euch bestimmt alle denken, okay, weißt du was, Itachi wird doch sehr, sehr überbewertet. Aber nee, Leute, wenn man auf TikTok geht, dann wird euch auf jeden Fall klar, so okay, Itachi wird sehr, sehr überbewertet. Also ich war auf jeden Fall nicht auf TikTok gewesen, sondern der gute Koala, der hat sich da auf jeden Fall rumgeschaut, ist auf jeden Fall mit einigen aus TikTok in Kontakt. Und genau, der wird euch einfach mal den Sachverhalt jetzt nochmal schildern. Ja, auf jeden Fall kann man hier wieder mal nur mit dem Kopf schütteln. Also TikTok-technisch ist da mal wieder einiges falsch gelaufen. Ich denke mal, einige haben an der Stelle hier ein Déjà-vu. Ihr habt eventuell schon unser Video gesehen, Itachi gegen Kisame. Da war der gute Fate dabei, der ist heute nicht dabei. Allerdings, ein Shoutout geht an der Stelle raus. Der hat ein bisschen Kopfschmerzen bekommen durch diese ganze TikTok-Scalerei. Und deshalb dachten wir uns, okay, nehmen wir uns heute mal einen anderen Hochkaräter mit dazu, der sich gleich vorstellen wird. Aber zu der TikTok-Bubble. Es wurden wieder Aussagen verdreht, es ist eine gewisse Arroganz vorhanden. Allgemein, wir wurden auch beleidigt von den Personen als Retards und keine Ahnung was, L-Taker, Cap-Talker. Also, wir nehmen das Ganze jetzt an der Stelle natürlich nicht zu ernst, aber ein Video, dachten wir, kann man machen. Ich meine, wir sind Creator und wir machen ja im Prinzip auch viel Scaling und allgemein viele Faktenvideos und dachten, dass man das richtig stellen muss. Und wir wurden auch mehr oder weniger herausgefordert. Also an der Stelle, Itachi ist nicht underrated an der Stelle, aber er wird auf TikTok leider dermaßen underrated, dass man dazu ein Video machen muss. Auf YouTube ist das vielleicht nicht der Fall, aber wir machen es dennoch, wie erwähnt. Wenn ihr Itachi richtig scaled, lasst das Video trotzdem durchlaufen, lasst euch berieseln. Und wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ein Kisame den Lowlift oder so, dann genießt den Scheiß, genießt den Scheiß. Auf jeden Fall haben wir noch einen anderen Gast hier tatsächlich. Der ist auch sehr, sehr groß, sehr, sehr bekannt, ist auch jahrelang auf YouTube dabei gewesen und ist immer noch dabei. Natürlich auch ein bisschen inaktiv. Aber ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass er auf jeden Fall mal sein Debüt auf diesem Kanal startet. Und ja, stell dich einfach mal kurz vor. Anime, guten Morgen, Jo. Ich bin heute der Fate-Ersatz, die Vertretung für Fate. Und ein relativ neutraler Bystander, würde ich sagen, weil ich mit der TikTok-Bubble nichts am Hut habe. Das heißt, ich werde da so einen nüchternen Blick drauf haben, denke ich mal. Genau, wie das Video aufgebaut sein wird, ist halt einfach so, dass halt, ja, wir sagen euch einfach ein paar Takes, die halt in, ja, gewissen, ja, Videos gesagt wurden. Wir möchten da einfach unsere Meinung abgeben, das mit Fakten belegen, das sagen die auch immer, die sagen immer, alles basiert auf Fakten, aber du kannst halt auch Fakten einfach falsch deuten oder sonstiges, so wegen, wie du es halt einfach magst. Und ja, dafür sind wir halt da. So, es wird halt so sein, dass ich halt so zum Beispiel die ganzen Takes einfach vorlese, ich sag meine Meinung, Koala sagt seine Meinung. Anime sagt seine Meinung. Und ja, da würde ich ja sagen, Leute, abonniert den Kanal für mehr Naruto-Videos. Schaut auf jeden Fall mal bei den beiden Jungs vorbei. Links zu dem Kanal auf jeden Fall in der Videobeschreibung, als auch im Titel des Videos. Lasst gerne ein Abo da. Sagt auch gerne, dass ihr halt von meinem Video kommt, also von meinem Kanal generell. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, Jungs. So, ich lese jetzt den ersten Take vor. Itachi hat Kakashi Offguard besiegt und als die Reihe kam, sind sie weggelaufen. Ich möchte gerne was dazu sagen, bevor ihr das tut. Itachi hat Kakashi nicht Offguard besiegt. Es ist immer so eine Frage, okay, was ist für sie Offguard? Es war kein Offguard-Fight. Beziehungsweise die Szene, wo zum Beispiel auch Itachi Kakashi überrascht hat, war nicht Offguard gewesen. Es gab eine Szene zum Beispiel, da war halt einfach Itachi Kakashi outspeedet und hat danach einfach so gesagt, okay, weißt du was, boah, Itachi ist einfach viel zu schnell. Boah, wie geht das? Ich kann einfach nicht so drauf reagieren. Und danach meinte er auch so später, okay, weißt du was, ihr müsst aufpassen, Azuma und Kurenai. Wir haben nicht mal ansatzweise das gesehen, was er eigentlich wirklich drauf hat. Und als sie mit Jiraiya weggelaufen ist, also du kannst ja sagen, was auch danach zum Beispiel sich auch später bestätigt hat, dass einfach Itachi das Dorf schützen wollte. Es wurde sogar gesagt, dass halt einfach Itachi sich gezeigt hat, damit er einfach nur so zeigt, okay, weißt du was, dann so, ich bin immer noch da, ich lebe immer noch, ich bin präsent, tut Sasuke nichts an, das hat auch Obito bestätigt. Heißt sogar, dass einfach Itachi das Dorf immer beschützt hat und warum sollte er einer der stärksten Ninja aus Konohagakure ausschalten? Was auch noch interessant ist immer, so zum Beispiel Jiraiya wird immer mit Orochimaru verglichen und Itachi hat halt Orochimaru besiegt. Nicht einmal, sondern zweimal. Aber dazu gleich nochmal, ja, intensiver. Also ich kann da auf jeden Fall wieder mal nur sagen, es ist vielleicht verständlich, wenn man Naruto zu dem Zeitpunkt nicht so weit geschaut hat, aber wenn man Itachis Charakter kennt, dann weiß man halt, dass er definitiv Konoha nicht schaden will. Also an der Stelle ist das schon mal ein großes Argument dafür, dass er nicht gegen Jiraiya kämpfen will. Denn Jiraiya kann ja dabei sowieso verletzt werden oder davon nicht sein wahres Gesicht zeigen. Ich meine, die sind ja nicht alle im Bilde darüber, was Itachi wirklich macht. Das zu meinen. Zum anderen, allgemein würde ich hier Offguard nochmal ein bisschen umdefinieren. Für mich ist Offguard ein Angriff, der auf keinen Fall kommen gesehen werden kann. Also wenn beispielsweise
Vegeta bei Dragon Ball Guldo von hinten köpft, dann ist das ein Offguard. Aber wenn jetzt ein Itachi mit Kakashi redet und er ihm in die Augen schaut, wissend, dass es ein Sharingan ist, der hat ja selber eins, und dann im Tsukuyomi ist, dann ist es erstens seine Schuld und zweitens, dann ist es auch kein Offguard so. Er hat ihm ja wortwörtlich in die Augen geschaut. Also für mich ist ein Offguard, du hast das Gegenteil von jemandem in die Augen schaut. Und das Wort Offguard wird sich hier noch einige Male ja, wiederfinden. Das ist eigentlich bei fast allen Takes, die hier noch kommen, der Fall. Die erklären eigentlich fast jeden Sieg von Itachi mit Offguard. Und deshalb werden wir da gleich nochmal bestimmt drüber reden. Aber für mich ist ein Offguard definitiv ein Angriff, den man nicht kommen sieht. Und klar könnte man sagen, die Information über das Sharingan, wenn die nicht vorhanden wäre, wäre es ein Offguard-Angriff, weil er halt nicht damit rechnen kann. Aber er kennt Itachi, wie er selber sagte. Ist also kein Offguard. Und die meinen auch, dass Kakashi absoluter Vordain Classic ist. Die würde ich auch zum Teil widersprechen. Immerhin der stärkste Jonin gewesen mitunter. Neben Gai. Und deshalb allein schon ist er kein Vorder für die Zeit. Die wurden ja auch alle gleichermaßen stärker. Beispielsweise Kisame hat auch einen relativ ebenbürtigen Kampf mit Azuma gehabt. Der wurde auch stärker. Also das ist hierbei natürlich ein anderes Portrayal als später in Shippuden. Das verstehen die auch an sehr vielen Stellen nicht. Also die argumentieren auch oft mit Statements, die aus Classics sind, aber dann wiederum für Shippuden angewandt werden. Und wie erwähnt, Itachi hat Orochimaru besiegt. Und das ohne ein Offguard. Er hat ihm ebenfalls in die Augen geguckt. Es ist jemand, der Sharingans kennt. Sie waren alleine auf einem offenen Feld. Und Orochimaru war derjenige, der Itachi sogar Offguard attackiert hat. Und ja, gefehlt hat, ihn zu besiegen. Also an der Stelle ist es, wenn dann eher ein Offguard von Orochimaru seitens Itachi, wo Itachi passend reagiert hat. Und Orochimaru war darauf eingestellt, weil er halt eben derjenige war, der angegriffen hat, der war der Aggressor. Und er kennt halt die Sharingans. Also das ist für mich auch ein schwachsinniger Punkt. Und weil er diesen besiegt hat, gilt er auch zu Jiraiya. Und allein deshalb steht er auch über Jiraiya. Und selbst Kisame war ja ein bisschen verwundert darüber, dass er ja nicht gekämpft hat, beziehungsweise er hat ihm das durchaus zugetraut. Aber was ist ein Animes Meinung dazu? Also, was denkst du denn? Zu der Jiraiya-Thematik, da habt ihr genug gesagt, so, da ist halt nicht so, er ist halt weggegangen, weil er da halt nicht kämpfen wollte und sonst was. Und dadurch, dass er da halt easy fliehen konnte, haben wir ja gemerkt, dass es kein Problem war. So, wenn Jiraiya wirklich so viel mächtiger wäre, dann wäre Itachi da glaube ich nicht entkommen. Was mich nur sehr verwirrt, als ob wirklich gelabert wird, dass Kakashi Offguard erwischt wurde. Kakashi war die Person, die am meisten für einen Itachi vorbereitet war. Er war derjenige, der meinte, yo, schließt alle eure Augen, nur einer mit einem Sharingan kann davor. Er hat sein Sharingan aktiviert, sein anderes Auge geschlossen und war bereit, gegen Itachi zu kämpfen. Also er ist der, der am wenigsten Offguard gegen Itachi war. Deswegen, wie, woher? Absolut, also meine Zustimmung, ich glaube, wir sind alle einig und da würde ich auf jeden Fall jetzt den nächsten Punkt einfach mal besprechen. Itachi soll nur seine Eltern und Izumi beim Uchiha-Massaker getötet haben und Obito hat den Rest erledigt. Erstens, was sagt es aus? Absolut gar nichts. Wenn du nach dem Manga gehst, kannst du sagen, dass halt du das nicht weißt. Du kannst halt einfach sagen, weißt du was, im Manga wurde nicht gesagt, wer um wen getötet hat. Man kann halt einfach nur sagen, dass Itachi seine Eltern umgebracht hat, weil das das Einzige war, was gezeigt wurde. Später wurde nur gesagt, dass Obito mitgeholfen hat, aber es wurde nicht gesagt, okay, so und so war die Aufteilung gewesen. In der Novel war das halt so gewesen, dass Itachi gesagt hat, okay, ich möchte mich halt um die Kinder kümmern und um die Frauen. Und ja, warum tut er das? Itachi hat ein gutes Herz und wollte die halt nicht kaltblütig ermorden. Seine Freundin war da, was hat er gemacht? Tsukuyomi, damit die einen schönen Tod hat. Kinder, Frauen hat er so schnell wie möglich einfach ermordet, damit die halt einfach nicht leiden. Ganz einfach erklärt. Also und selbst wenn, was sagt es denn aus? Itachi war 13 Jahre alt, also ich bitte euch. Also ich persönlich habe da ehrlich gesagt auch nicht verstanden, warum das hier überhaupt mit Scaling in Verbindung gebracht wird. Das war halt, wie erwähnt, ein Überraschungsangriff. Die waren jetzt nicht wirklich gefasst darauf. Wir wissen nur, er hat halt Fugaku als Gefahr gesehen, der sich aber gestellt hat. Ob Fugaku eine wirkliche Gefahr gewesen wäre, ob er stärker war als Itachi zu dem Zeitpunkt, lässt sich nicht sagen. Fugaku ist wahrscheinlich stärker, als man ihm zutraut. Aber das ist halt, wie erwähnt, nicht gezeigt worden. Unabhängig davon, man weiß eben, dass er mehr gekillt hat als nur Izumi und halt eben seine Eltern. Ich glaube, im Anime hat sogar Obito Izumi gekillt. Ich glaube, das war nur in der Novel, dass Izumi von Itachi halt mit Tsukuyomi gekillt wurde, beziehungsweise während dem Tsukuyomi. Ja, aber ansonsten, ich verstehe den Punkt halt nicht. Also A, es ist halt faktisch falsch und B, es ist halt nicht wirklich relevant für das Scaling. Also ich habe da nicht viel zu sagen. Also vielleicht hat Ameb was zu sagen.
auch abseits von der Novel und so, ich glaube im Manga wurde sogar direkt gesagt, dass Itachi auch seine Freundin und noch mehrere Unschuldige getötet hat, als Obito das Sasuke erklärt hatte. Da hat er, glaube ich, gesagt, dass er selbst ja seinen Lover gekillt hat und sowas. Also das ist etwas, was auch im Manga so stand. Wie gesagt, ihr habt das Wichtigste gesagt, das ist kein Argument, weil Powerscaling technisch da nichts eine Rolle gespielt hat. Das Einzige, wo man einen Case aufmachen hätte können, wäre halt Fugaku gewesen, wo kein Kampf entstanden ist. Wenn man noch weiter gehen will, es ist eher ein Argument für Itachi in der Situation, weil wir wissen, dass Sharingan und die Uchihas werden stärker, wie mehr Leid sie tragen und sonst was. Und Obito wird es relativ egal gewesen sein, die random Uchihas zu töten, während Itachi durch den größten Schmerz, den er jemals hatte, gehen muss. Also das ist eigentlich ein Statement, was Itachi pushen müsste, statt ihn runterzuregen. Absolut, absolut. Also man sagt ja auch generell, zum Beispiel auch im Manga wird das sehr, sehr stark halt gezeigt. Je größer dein Hass ist, desto stärker wirst du als Uchiha. Und das war halt auch eben da der Fall gewesen. Aber abgesehen mal davon, ich würde jetzt auch wieder zum nächsten Punkt gehen, weil ich glaube, das Statement sagt halt einfach gar nichts aus. Ich finde diesen Take einfach wirklich nur schlecht. Mhm. So. Aber egal. Ich gehe mal zum nächsten Punkt. Da hat auch schon Koala schon ein bisschen drauf angeschnitten. Orochimaru und Deidara wurden Offguard mit einem Genie zu besiegt. Und da ist halt wirklich die Frage, was meint die mit Offguard? Was ist für sie Offguard? Orochimaru hat sich Itachi gestellt, weil er halt seinen Körper wollte. 1 gegen 1, da war keiner wirklich da gewesen, keine Menschenseele. Das war ein Kampf für die beiden auf neutralem Boden. Er sieht halt einen Sannin, der auf Jiraiyas Level ist, der mit dem dritten Hokage verglichen wurde. Und was macht Itachi? Er aktiviert nicht mal seine stärksten Jutsu, sondern einfach so ein 3-Tomo-Sharingan-Jutsu. Und Orochimaru sagt selber, ich habe halt Akatsuki verlassen, weil er so stark ist. Also, verstehe ich nicht. Deidara zum Beispiel, da hat sich kein Akatsuki-Mitglied eingemischt, genau dasselbe. Und da hat er auch nur sein Sharingan-Jutsu aktiviert, also... Was meint die mit Offguard? Also, das ist halt ein Genjutsu. Orochimaru weiß zumindest, dass es halt ein Uchiha ist. Er ist sehr talentiert. Showa ein Uchiha nicht in die Augen. Er ist halt selber in Konogakure gewesen, kennt halt den Clan. Und ja, das ist halt eigene Dummheit. Also, ich verstehe halt nicht, warum das jetzt so schlecht gegen Itachi so jetzt spricht. Also, ich check halt die Logik da auch wieder nicht. Ich check's auch nicht. Also, es ist halt einfach ein Runterreden von Itachi im Prinzip. Und die nutzen halt immer wieder das Wort Offguard. Das habe ich ja vorhin schon angeteased, das werdet ihr gleich noch einige Male mehr hören. Wie erwähnt, das ist gerade nicht mal der Anfang. Also Offguard, werde mich hier öfter hören. Meines Erachtens nach war Deidara vielleicht zum Teil in Offguard, da er zumindest nicht 100% im Bilde über das Sharingan war. Da kann man zumindest sagen, er wusste nichts darüber. Bei Orochimaru lasse ich es auf keinsten durchgehen. Also das macht für mich da eher weniger Sinn. Und er hat halt, wenn dann Itachi Offguard attackiert, Deidara, wie erwähnt, der wurde erwischt, klar. Aber allgemein, Deidara, finde ich, der ist halt sowieso schwächer als Itachi. Der wurde von dem Sasuke besiegt, der deutlich schwächer als Itachi ist. Itachi scaled ja den Fakten nach zu EMS-Sasuke. Auch wenn sie ihn zu Hebi-Sasuke scalen, da kommen wir gleich noch zu. Keine Sorge. Und allgemein ist Deidara schon relativ anfällig für Genjutsus, trotz seinem Auge da, was er ja trainiert hat. Also, er ist sowieso nicht auf dem Level. Also... Da finde ich persönlich, ist das sowieso ein weirder Vergleich. Ich habe das Gefühl, das wurde einfach eingebracht, damit man wieder das Wort Offguard nutzen kann. Was sagt ein Meeper dazu? Das Ding ist, ich verstehe, woher das Offguard-Ding kommt. Und ich stimme dem auch zu, dass es Offguard ist. Aber Offguard bedeutet nicht gleich Offguard. Dass sowohl Orochimaru als auch Deidara Offguard waren, ist kein Nerf für die beiden, sondern ein Buff für Itachi. Weil... er so weit vorausdenken kann, sodass er so weit im Voraus schon seine Angriffe macht, ohne dass der Gegner das realisiert. Das ist ein Feed für Itachi und nichts gegen ihn. Deswegen, also ja, er hat die Offguard erwischt, aber weil er so krass ist. Nicht, weil die dadurch schwächer gemacht wurde. Das ist halt die Sache so. Offguard bedeutet nicht immer was Negatives für die Person, die jemanden Offguard erwischt hat. Absolut, was ich auch nochmal sagen möchte, zum Beispiel, als halt Deidara besiegt wurde, kam halt Karin und ganz Team Tak halt zu Sasuke. Und Karin hat sich richtig aufgeregt, die hat halt gesagt so, ah, jemand wie du, Sasuke, hat irgendwie Orochimaru besiegt, so, nicht, dass ich lache und was weiß ich, was hat den so richtig downgeplayed. Und Sasukes einzige Antwort darauf war, ja, Karin, Orochimaru war geschwächt gewesen, deswegen konnte ich ihn besiegen. Heißt, dass das Scaling einfach gar nicht aufgeht. Also ich verstehe halt diese Logik einfach nicht, dass man da so sagt, dass, keine Ahnung, Sasuke auf diesen Itachi-Level ist oder Orochimaru oder sonst was. Oder Deidara generell, dass halt Offguard erwischt wurde. Es zeigt einfach, dass Itachi einfach ganz klar und ganz konstant da drüber steht. Also
ich verstehe die Logik da auch wieder nicht. Aber nun gut, ich würde halt einfach nochmal da den nächsten Punkt nochmal anschneiden. So, ich glaube, da lohnt es sich nicht, auch jetzt, sag ich jetzt mal, zu lange drauf jetzt rumzuhacken, so, weil ist auch ein blöder Take. Killer Bee wurde Offguard von Itachi angegriffen. Leute, das Wort Offguard. Hat es aber locker gekontert. Und bei Nagato konnte er nichts machen. Da möchte ich auch wieder sagen, Tsuzuka Blade, die werden sagen, der Rauch ist da. Das Problem ist aber, zwischen dem Rauch und Nagato ist halt so viel Platz, dass Nagato nicht mal drauf reagieren konnte. Nagato war sogar gebufft, weil er Version 2 Chakra von Killer Bee absorbiert hat. Und Itachi konnte trotzdem einen gebufften Nagato mit Tsuzuka Blade treffen. Heißt, Itachi hat da auch wieder einen Windcon. Also, ich weiß auch nicht, was die Leute immer mit Offguard sagen oder sonst was. Ich verstehe es nicht. Itachi konnte auch später mit einem EMS-Haske quasi auch wirklich mithalten. Wird auch direkt zu ihm gestatet so. Also ich verstehe halt nicht so, wie das Scaling da nicht aufgehen kann. Also I don't know. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich würde tatsächlich sagen, die nächsten Punkte hängen alle relativ miteinander zusammen. Deshalb ich sagen würde, gehen wir auch direkt zum nächsten Punkt, weil ich glaube, die nächsten 3 Punkte oder 4 Punkte hängen, glaube ich, alle mit Nagato zusammen oder sogar mehr. Also würde ich sagen, gehen wir die jetzt auch mal langsam durch. Kann ich davor noch was fragen? Kannst du sehr gerne machen. Was ist mit dem Killer Bee Offguard-Ding gemeint? Er wurde am Anfang des Kampfes, ich meine, mit dem Firestyle-Jutsu attackiert und Killer Bee hat anscheinend damit in der Baseform gut klarkommen können. Und ein späterer Killer Bee, was noch erwähnt wird gleich, hat beispielsweise Offguard, nachdem Naruto bereits Offguard Nagato attackiert hatte, den zweiten Offguard versucht hinzulegen, wurde gecatcht und halt direkt besiegt und der war Version 2. Aber cool. Das Ding ist, während halt Killer Bee Base, Killer Bee halt. Da war gar keiner auf Itachi Full Speed. Also ich verstehe auch da wieder die Argumentation nicht. Itachi war nicht Full Speed gewesen, Nagato nicht. Und ich verstehe es nicht. Killer Bee war auch nicht Full Speed gewesen. Ich weiß auch gar nicht, warum man da jetzt so krass drauf rumhackt. Es ist halt auch Itachi üblich, dass er halt nicht direkt von Anfang an alles gibt so. Das ist halt, ja, wie soll ich sagen. Es ist halt in Charakter so, dass es halt wirklich nicht alles gibt. Aber ich glaube, dabei können wir es belassen. I mean, Itachi stand vor ihm, macht einen Feuerball. Natürlich ist es, hat das nichts mit Offguard zu tun. Du siehst, wie dieser Riesenfeuerball auf dich zukommt. In einem späteren Verlauf callt Itachi ja sogar out, dass er hinter Killer Bee ist und so. Also er warnt ihn, damit er nicht Offguard erwischt wird. Mhm. So, deswegen, ich finde dieses Argument irgendwie weird. Ist doch weird. Definitiv. Okay. Und wie erwähnt, das wird sich gleich noch einige Male doppeln, also machen wir mal weiter. Genau, Naruto hat gechillt und geschwächt durch die Feuer erzeugten Doppelgänger mit Itachi gekämpft und konnte auf ihn reagieren, während Itachi All Out mit Full Power kämpft, weil er kontrolliert wird. Erstens, Itachi hat nicht Full Power gekämpft, also was ist Full Power für sie? Für mich ist halt Full Power Itachi, Susanoo, Yata-Spiegel und Tsuzuka Blade. Das ist für mich Itachi Full Power. Wir haben nur gesehen, dass sie Hand-to-Hand einfach combated haben. Und Itachi hat nur 3 Tomo-Sharingan aktiviert. Also, er hat nicht mal Amaterasu benutzt, nicht mal Tsukiyomi oder sonstiges. Es war halt 3 Tomo-Itachi gewesen. Und ja, ich sag mal so, klar war Naruto gebufft gewesen, weil der hat Shadowbringer erzeugt. Das stimmt wirklich. Aber das spricht ja eigentlich auch eher für Naruto und nicht gegen Itachi. So, deswegen verstehe ich auch da wieder die Argumentation nicht. Es ist halt, wie man es auslegen mag, es ist aber kein schlechter Feed für Itachi, so dass er halt einfach mit seinem, nicht mal Full-Power-mäßig, einfach mit KCM als Naruto mithalten konnte. Der wiederum vergleichbar mit speedtechnisch ist mit Yone Minato und Version 2 Raikage, der zuvor gestatet wurde, dass er der schnellste Shinobi ist. Und vor allem, was ich auch nicht verstehe, ist halt, also erstens, wie erwähnt, die denken halt, dass 3 Tomoe Sharingan und Mangekyo keinen Unterschied macht in Sachen Stärke. Also ich glaube, die sehen das so, dass halt Hacks dazukommen, aber deine Reaktionsgeschwindigkeit, dein Speed, deine Combat Power, so alles halt gleich bleibt. Und halt lediglich Hacks dazukommen. Also die scalen halt. Ich sag da auch nochmal was dazu gerne. Es gibt auch 2 Statements tatsächlich, die sogar zeigen, dass halt die Stats von Taka Sasuke, der halt das Mangekyō Sharingan erweckt hat, höher sind als mit seiner vorherigen Form, das als erstes. Und zweitens ist ja zum Beispiel, ihr erinnert euch noch zum Beispiel, als dann Sasuke mit seinen 3 Tomo Sharingan gegen Version 1 Raikage gekämpft hat. Er konnte sogar schnelligkeitsmäßig sehr, sehr gut mit ihm mithalten, hat ihn sogar mit seinem Chidori getroffen. Und das Interessante ist hier noch sogar, dass dann Sasuke sein Mangekyō Sharingan aktiviert und dann der Raikage sich sofort gezwungen gefühlt hat, in Version 2 zu gehen. Da werden die auch wieder sagen, ja, das liegt an den Fähigkeiten von Sasuke und so dies und das. Das Problem ist aber, woher soll der Raikage wissen eigentlich, okay, so welche Fähigkeiten hat Sasuke drauf? Die wissen halt zum Beispiel, die kennen das Mangekyō Sharingan, wahrscheinlich auch durch Itachi. Ist aber da die Frage, wissen die eigentlich zum Beispiel, dass Sasuke Amaterasu kann? Oder generell die Flammkontrolle? Nein, eben nicht. Woher denn auch?
Den einzigen Case, den man machen kann, also man kann schon den Case machen, dass er wusste, dass Asuka das Amaterasu beherrscht, weil die Leute in Kumagakure, die haben ja gesehen, wie Sasuke Killer Bee besiegt hat. Und das war ja mit dem Amaterasu. So, deswegen, also das ist eine Information, die easy weitergetragen hätte sein können, so. Ist ein Argument auf jeden Fall. Ja, sehe ich aber genauso. Also wie gesagt, ist ein gutes Argument. Daran habe ich tatsächlich selber nicht gedacht, muss ich auch ehrlich sagen. Und ja, das schiebe ich auch zu. Nur ist halt das Problem, dass sich trotzdem der Raikage gezwungen fühlt, unabhängig von Amaterasu. Also er geht ja direkt in Virgin-Tour und kämpft dann später weiterhin gegen Bankiko Sharingan Sasuke. Es ist auch immer so ein Fakt, wo ich dann immer so sage, okay, so warum tut er das dann so? Sasuke war halt auch eine so große Bedrohung, dass er halt auf seinen Körper geschissen hat. So. Ihm war es egal, wenn er mitgenommen wird, Sasuke musste ausgelöscht werden, was halt auch mehr für ihn spricht. Ja, ja. Absolut, absolut. Und was ich auch nochmal zum Beispiel sagen will, ist halt auch immer, dass sie halt immer Itachi versuchen, auch unter die Raikage zu packen, sodass sie halt immer sagen, ja, der Raikage ist halt, ja, wie soll ich sagen, der Raikage ist tausendmal schneller und dies und das. Ich glaube, wir haben schon gut etabliert, dass halt einfach so Itachi mit diesem Case im Einspeed mithalten kann, mithalten sollte. Er konnte sich auch relativ mit einem Sasuke bewegen, der sogar eigentlich, ja, gutes Scaling hat, sag ich jetzt mal, der auch mit Case im 1 Naruto verglichen wird. Und was ich da auch nochmal sagen will, ist halt immer so an die Frage an die TikTok-Bubble. Was macht der dritte oder vierte Raikage zum Beispiel gegen das Susanoo von Itachi? Ein Totsuka Blade, was halt einen gebufften Nagato halt, ja sag ich jetzt mal, trifft, der zuvor dann noch zum Beispiel gegen, ja mit Case im 1 Naruto einfach gespielt hat, muss man auf fairerweise sagen. Itachi hat so eine schnelle Fähigkeit, die einfach sogar potenziell selbst den vierten Raikage einfach treffen kann oder den dritten so. Und wie gesagt, was machen die halt gegen das Susanoo? Was machen die gegen das Theaterspiel? Also bei Itachi... Eine Sache, die bei Itachi auch oft übersehen wird, was so ein heftiger Feat für ihn ist, ist, dass er sein Susanoo abhängig von ihm selber nutzen kann. Also er muss nicht im Susanoo drin sein. Ja, ja. Und was ich auch nochmal sagen wollte, ist halt nochmal der Fakt zum Beispiel, als dann Sasuke sein Susanoo quasi weiterentwickelt hat, hat einfach sich der vierte Raikage einfach hinter so einem Stein versteckt und Seize hat sogar selber gesagt, Leute, zieht euch zurück, das Susanoo. Und ja, wie gesagt, der vierte Raikage hat sich in einem Stein versteckt, so, warum tut er das? Ja, und das war erst die erste Stufe vom Susanoo, weil die krasseste Stufe von Susanoo, die hatte Sasuke erst nach dem Kampf gegen Danzo. Absolut, also nach dem Danzo-Fight... Das heißt so, die schwächste Susanoo-Version, so war das halt in dem Moment. Ja, selbst nach dem Fight gegen Danzo kann man halt wirklich sagen, selbst da hat vielleicht, also nicht vielleicht, Sasuke hat da das Mangekyō Sharingan gemeistert, aber dagegen, zum Beispiel gegen die 5 Kage... war ja gerade dabei, so diese Kraft zu entwickeln. Das hat auch Obito später gesagt, als Sasuke besiegt wurde, hat gesagt, ja, ich wollte halt einfach, dass Sasuke seinen Hass weiterentwickelt und dadurch halt krasser wird. Das sagt er selber. Ja, und Karin hat ja auch immer Live-Updates gegeben, wenn man so sagen will, dass die Finsternis in Sasuke immer größer wird. Ja, ja, also es ist halt wirklich konstant so, deswegen checke ich halt auch immer so das Argument nicht. Ich würde auch sagen, der Raikage ist auf jeden Fall darunter. Wir werden ganz am Ende, wenn wir jetzt gleich die Punkte durchgegangen sind, die Touch allgemein mit noch ein paar Charakteren vergleichen, darunter auch die Kage wahrscheinlich, also das machen wir sowieso noch, würde ich sagen. Aber der Raikage kann man eigentlich jetzt schon fast abhaken, weil er hat sich selber eingestanden, er muss seine Beine, seinen Arm opfern, um Sasuke, der eigentlich instabil, geschwächt und am Erblinden war, zu besiegen. Und das, selbst das wurde nahezu möglich gegen Ende halt. Und das, obwohl die gefühlt 5 gegen 1 gekämpft haben, also das Einzige, was dann gecarried hat, war halt Staubversteck von Onoki, wo Obito dann halt ihn retten musste, aber der Raikage hat jetzt nicht so guten Fighting gelegt. Also klar, der wurde auch stärker im Walk, trotz Arm weniger, aber zu meinen nicht so viel stärker, dass er den Unterschied zwischen einem Taka Sasuke und einem EMS Sasuke ausgleicht, meiner Meinung nach nicht. Und zum anderen hat er einfach keine guten Wincons und sein Speed ist halt seine beste Fähigkeit und selbst die wird halt hierbei im Endeffekt overpowered. Also ist für mich einfach nicht valid und allgemein, er scaled im Großen und Ganzen ja auch unter Killer Bee und Killer Bee scaled definitiv unter Nagato und zu Nagato und Itachi kommen wir gleich schon, also das erübrigt sich dann meiner Meinung nach, aber ich würde sagen, Drip liest auch den nächsten Punkt. Genau, bei Nagato kam Naruto direkt ins Schwitzen, hat sofort alle Register gezogen und Bee geht direkt in Version 2, weil beide Nagato viel ernster nehmen als Itachi. Da möchte ich nochmal sagen, zuvor hat Naruto halt Killer Bee gewarnt mit Tsukuyomi und Amaterasu, hat gesagt, Bee, wenn du dich davon treffen lässt, ist vorbei, das als erstes. Und wir wissen alle, dass halt das nicht die stärksten Fähigkeiten von Itachi sind, sondern Totsuka Blade und Yata-Spiegel, generell sein Susanoo. Es wird ja auch generell von Zetsu als seine Trumpfkarte angesehen. Und da möchte ich halt nochmal sagen, da stimmt halt schon mal der Punkt einfach gar nicht. Das Problem ist aber, dass selbst dann auch Naruto
Itachi als Gefahr ansieht. Also verstehe ich auch da wieder den Punkt nicht so. Also er warnt ja Killer B davor, dass er sagt so, ey Bro, pass auf, weil sonst ist es vorbei. Sonst verlierst du. Aber gut, dann mache ich einfach mal weiter mit dem nächsten Punkt. Naruto will mit Rasengan Offguard angreifen und Nagato fängt ihn locker und tötet ihn fast, obwohl B Offguard dazukommt. Aber dieser wird auch gepackt, so mit Negative Div Win für Nagato. Also wir sagen nicht, dass Nagato schlecht ist oder schwach oder sonstiges. Nagato ist ziemlich krass, er ist eigentlich stärker als, also nicht eigentlich, er ist stärker als KCM 1 und Killer B zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall. Aber das zeigt ja auch nochmal zum Beispiel, wie krass Itachi ist, weil er einfach so ein Gegner einfach mit Tsutsuka Blade einfach, ja, speedblitzen konnte so. Nagato konnte nicht mal, also du siehst ja manchmal zum Beispiel, wenn Charaktere irgendwie geistig mithalten können, beziehungsweise darauf reagieren können, aber nicht körperlich. Das hast du auch Naruto ziemlich oft zum Beispiel. Nagato konnte nicht mal geistig darauf reagieren. Also er war gebufft gewesen, Version 2 Chakra von Killer B und war nicht mal geistig in der Stande, auf diese Attacke zu reagieren. Und wie gesagt, ich kann es immer wieder gerne wiederholen, der Rauch war dazwischen, zwischen dem Rauch und Nagato ist trotzdem großer Unterschied, großer Abstand und während der Entfernung konnte Nagato nicht darauf reagieren. Also verstehe ich auch da wieder den Punkt nicht. Ein Punkt, der da auch sehr runtergespielt wird, finde ich. Es wird ja auch gesagt, dass Nagato Offguard erwischt wurde, als Itachi das erste Mal da halt Killer B und Naruto befreit. Und was da einfach insane ist, ist, wie schnell Itachi das geregelt hat. Er hat jedes Rinnegan, was irgendwo anders stand durch die vertrauten Geister, zerstochen, erblindet. Mhm. Und hatte dann noch genug Zeit, bevor Nagato realisieren konnte, dass die ganzen Sichtfelder aus sind, weil das sollte ihm eigentlich schon einen Alarmpunkt geben, und konnte in dieser kurzen Zeit einfach dann noch angreifen, ohne dass Nagato das irgendwie ahnen konnte. Das heißt, das hat auch in meiner Welt zumindest nichts mit Offguard-Sein zu tun oder sowas, sondern einfach wie hardcore schnell Itachi mit allem war da. Und das deckt sich dann halt auch gut mit dem Totsuka-Schwert am Ende. Und noch eine Sache, bevor du weiterredest, Koala, möchte ich halt einfach nochmal sagen. Ihr erinnert euch zum Beispiel noch, als Shippuden Tensei aktiviert wurde. Naruto hat voll Panik geschoben und Itachi war gechillt. Itachi hat gesagt so, Naruto, sei mal jetzt ruhig, ich konzentriere mich. Ah, Leute, wir machen jetzt das und das. Aber dazu kommen wir auch, glaube ich, nochmal später. Deswegen möchte ich jetzt nicht mal zu krass drauf eingehen. Aber Koala, du wolltest auch noch was sagen? Ja, wir springen ein bisschen zu sehr. wir springen ein bisschen zu sehr, weil die meisten Punkte nehmen wir schon krass vorweg. Zum Beispiel, mir hat gerade einen Punkt schon gut vorweggenommen, den können wir eigentlich auch überspringen. Oh, nee, ups. Ja, wäre tatsächlich der nächste, aber ist auch gut so. Dem schließe ich mich vollkommen an, das war für mich auch kein Offguard. Erstens, das geteilte Sichtfeld wurde ausgeschaltet. Er müsste wissen, dass, oder sehr zeitnah wissen, dass halt Itachi anrückt. Und gleichzeitig hat er halt auf Killer B reagiert. Also in der Szene wurde etabliert, Nagato reagiert auf Killer B Offguard. Naruto greift ihn erstmal an, aus ihrer Sicht Offguard oder zumindest überraschend, er wird gecatcht. Killer B kommt von hinten, um Naruto zu befreien, wird auch gecatcht. Es wird etabliert, du kannst den Mann schwer Offguard erwischen, er hat eine sehr gute Reaktionsgeschwindigkeit und er handelt auch schnell. Ist schon in der Lage, dazu auch Killer B aufzusaugen, bufft sich in dem Moment und dann kommt Itachi währenddessen, er noch nicht mal realisiert hat, was passiert und haut ihn weg. Einen Typen, der schon bewiesenermaßen Offguard gut reagieren kann. Also, das ist für mich einfach eine absolut weirde Aussage dann, wenn man sagt, dass der Offguard erwischt wird, so. Gerade wenn er zuvor das mit den vertrauten Geistern mitbekommen haben muss. Also für mich auf jeden Fall sehr gut die Bank an der Stelle. Und der nächste Punkt, den kann man direkt hier auch erwähnen. Und zwar ist der Punkt, dass Itachi auch Offguard Amaterasu angewandt hat. Und hier wird auch allgemein zum vorigen Punkt gesagt, Nagatos Ausrufezeichen, also ich nenne mal Sekanjis, die wurden erst gezeigt, nachdem der Schlag ausgeführt wurde. Also er war nicht schockiert anscheinend, sondern erst im Nachgang. Und Amaterasu war ebenfalls Offguard. Da würde mich auch eure Meinung. Ich möchte dazu nochmal sofort eine Sache sagen. Sorry, Koala, wenn ich dich jetzt kurz unterbrochen habe, aber die haben ja zuvor gesagt, dass Itachi ja Full Power gegen KCM 1 Naruto gekämpft hat, oder? Aber Nagato hat es nicht getan, oder? Also, das ist ja deren Argument, glaube ich. Also, Itachi kämpft Full Power, Nagato nicht. Aber beide werden von Kabuto kontrolliert. Also, da stimmt schon wieder die Logik nicht. Warum soll der eine Full Power kämpfen und der andere nicht? Könnt ihr mir das vielleicht sagen so? Habt ihr da vielleicht irgendwie ein gutes Argument dafür oder so? Irgendwas? Naruto über TikTok geschaut, glaube ich. Das ist mein Argument. Weißt du, weil über den einen wird gesagt, der kämpft Full Power, weil der von Kabuto kontrolliert wird. Und der andere wird auch von Kabuto kontrolliert, aber der ist nicht Full Power. Also Amaterasu trifft halt Nagato und Nagato konnte halt nicht drauf reagieren. Klar, Chibakutensei, sage ich schon. Hier das Almighty Push gebe ich tatsächlich. Also Almighty Push hat er wahrscheinlich aktiviert, so sind die Flammen weggegangen, alles gut. Aber trotzdem war es halt kein
wie soll ich sagen, kein Offguard. Es ist kein Offguard. Er wurde von Amaterasu getroffen, zack, fertig, konnte ich drauf reagieren. Almighty pusht, Flamme geht weg, passt, aber es war kein Offguard. Und nochmal zum Chibaku-Tensei-Punkt. Es wird ja zum Beispiel gesagt, er hat es halt nur mit Hilfe von Killer Bee und Naruto gemacht. Du kannst trotzdem einen guten Punkt dagegen machen, weil er wollte wahrscheinlich nicht, dass Naruto und Killer Bee da getroffen wird, beziehungsweise da halt diesen Chibaku-Tensei ist. Und was ich auch noch ziemlich geil finde, ist eigentlich sogar, dass selbst Itachi, finde ich auch geil, da wird sich bestimmt die TikTok-Bubble ein bisschen aufregen, mit seinem Susanoo wahrscheinlich sich aus dem Chibaku-Tensei befreien könnte. Es ist kein Headcanon, es gibt sogar wirklich ein Dadabook-Statement, was sogar wirklich so zeigt, ey, das Susanoo von Itachi ist das stärkste Okula-Jutsu, also die stärkste Fähigkeit, also wahrscheinlich sogar stärker als das Chibaku-Tensei von Pain. Guter Punkt, kann man sagen. Ich würde es halt der TikTok-Bubble überlassen, wollen sie dem glauben oder nicht. Und selbst wenn, Chibaku-Tensei ist eine Wincon für Nagato, muss man fairerweise sagen, gehe ich auch voll mit, so Chibaku-Tensei ist sehr, sehr crazy. Aber Itachi kann selbst, wenn Chibaku-Tensei aktiviert wird, immer noch seine Wincon mit Totsuka Blade immer noch durchsetzen. Erstens das und zweitens, wie erwähnt, Nagato war halt auch im Medo-Tensei, das heißt, die beiden müssen sich gegenseitig mehr oder weniger versiegeln. Oder anderweitig halt besiegen. Und wenn Naruto und Killer Bee nicht da wären, er sich befreit hätte aber dennoch, oder die wären irgendwie geflohen und es wäre nur ein Kampf der beiden, dann hätte er ihn Chibaku-Tensei können, aber er hätte sich sowieso wieder regeneriert und hätte sich im Endeffekt halt einfach mit Susanoo befreit. Oder hätte vielleicht sogar sein Susanoo irgendwie opfern können. Oder was man auch sagen kann ist, er hätte sich theoretisch auch einfach selber mehr ins Zeug legen können, beispielsweise mehr Yasakani no Magatamas reinschmeißen. Da gibt es eigentlich einige Möglichkeiten, die man quasi sagen kann. Also klar war das koordiniert und alles von Itachi, aber er musste die beiden ja auch in Schutz nehmen. Er selber kann es sich leisten, getroffen zu werden. Nagato kann sich aber nicht leisten, von einem Todsugerblatt getroffen zu werden. Das heißt, wenn der Kampf der beiden sich ziehen würde, dann würde der gewinnen, der die Möglichkeit zur Versiegelung hat. Und das hat eben Nagato nicht. Denn Chibaku-Tensei ist halt gegen einen Edo-Tensei eher weniger effektiv. Und wenn er dann rauskommen kann, noch weniger. Also ich persönlich sehe das Chibaku-Tensei nicht als große Bedrohung für Itachi, wenn ich ehrlich bin. Dein Take dazu, Animeep? Bin ich an sich dabei. Also, klar, das wurde schon ein bisschen so geschrieben von Kishimoto, dass sie da ein bisschen mehr in Team arbeiten sollten oder sowas, aber man kann genug Argumente halt für Itachi machen, wenn er da allein auf sich gestellt wäre. Wie gesagt, wenn man das in dem Punkt noch reinhauen will, dass Itachi sich halt auch getrennt von seinem Susanoo bewegen kann, prinzipiell würde ihn nichts rein theoretisch davon abhalten, das Susanoo alleine zum Kern zu schicken und mit dem Yata-Spiegel gegen den Gravitationskern gegenzupumpen. So. Und keine Ahnung, was das genau auslösen würde, ob dadurch der Gravitationspull-Ding neutralisiert wird oder ob das weggeschleudert wird, I don't know, aber das könnte auch ein möglicher Counter irgendwo sein. Aber ansonsten habt ihr alles Wichtige gesagt. Okay, dann würde ich auch direkt zum nächsten Punkt kommen. Da wird halt gesagt, bei Kabuto war es 2 gegen 1, bei dem er öfter geblitzt wurde und sich ohne Sasuke nicht hätte aus dem Genjutsu befreien können. Kabuto wollte Sasuke nicht umbringen. Erste Sache ist, Kabuto hat sehr, sehr viele Statements, auch zum Beispiel aus der Volume und so 71 war das, glaube ich, gewesen, dass halt Sasuke und Itachi wirklich so alles dafür geben, nicht zu sterben. Also solche Statements gibt es halt einfach, wirklich. Es gibt aber Statements zum Beispiel, die als Edo Itachi mit Emes Sasuke vergleichen. Sogar 2 Statements. Also es gibt wirklich ein Statement, so was sie halt so vergleichbar setzt. Und ein anderes Statement, so was halt Emes Sasuke so ein bisschen krasser sieht. Aber da möchte ich nochmal sagen, das heißt ja eigentlich sogar, dass Kabuto gegen 2 Gegner kämpft, so die auf Emes Sasuke Level sind. Einmal Edo Itachi und Emes Sasuke selbst. Und da möchte ich nochmal sagen, heißt das nicht eigentlich, dass Kabuto ziemlich krass ist? So, was hat das mit Itachi zu tun? Das heißt nicht, dass Itachi schwach ist oder Sasuke oder so. Kabuto ist ein kleiner Miniboss in Warlock und ist ziemlich hacks, ist ziemlich krass. Was ich aber auch sagen möchte, im ganzen Kampf zum Beispiel, klar, Sasuke hat sich nach Itachi gerichtet, weil der einen Plan hatte, aber Itachi kam zum Beispiel auf die Idee, ey Sasuke, schau mir auf die Augen, aktiviere dein Genjutsu und ich aktiviere Tsukuyomi und dann befreien wir uns da raus. Wäre es ein 1 gegen 1, egal ob Edo Itachi oder Eme Sasuke, dann hätte Kabuto gewonnen. Ich habe auch sehr, sehr viele Videos gemacht, wo ich auch Kabuto und den Kampf generell analysiert habe. Also Kabuto ist ein fucking Monster. Das heißt aber nicht, dass Itachi schwach ist oder sonstiges. Itachi ist ja trotzdem in der Lage, halt Nagato
zu speedblitzen, Leute, mit Otsuka Blade. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass die halt persönlich Nagato halt in die Nähe von Kabuto scalen. Das Ding ist halt, zum einen muss man sagen, ist Kabutos Relevanz halt deutlich größer. Ich würde sagen, Kabuto ist nach Madara und Obito so der Hauptakteur im vierten Ninja-Weltkrieg. Kaguya mal ausgenommen und Zetsu. Und ist derjenige, der mit Edo Tensei überhaupt eine Riesenpartei darstellt. Also meiner Meinung nach schon von der Relevanz und vom Portrayal schon relevanter. Des Weiteren ist Itachi natürlich im Kampf gegen Kabuto deutlich mehr auf der Hut und hat deutlich mehr Probleme. Würde aber dennoch an der Stelle feststellen, ja, er wollte Sasuke nicht killen, aber zum einen war er halt da im Ryuchi Cave, was ihn boostet. Des Weiteren war er natürlich ein Stück weit vorbereitet auf die beiden. Und zum anderen hat Itachi ihn nicht töten wollen. Also er konnte ihn nicht Otsuka bladen oder irgendwas. Er musste ihn dazu überreden oder zwingen, mehr oder weniger mit dieser Nami halt, dass er das Edo Tensei auflöst. Also Otsuka Blade hätte quasi in dem Fall nicht das bewegt, was Itachis Ziel war. Heißt, Itachi hat sich selber nerven müssen. Ja, die stärkste Fähigkeit. Das kann man so ausgleichen durch Sasuke. Ja, ich würde aber dennoch sagen, ich finde, glaube ich, persönlich auch Kabuto stärker als Itachi overall. Bin der Meinung, dass Itachi alleine unter anderen Gegebenheiten nicht chancenlos wäre. Ich würde aber auf jeden Fall Nagato deutlich unter beide im Gesamtpaket einschätzen und Kabuto nochmal ein Stück darüber. Also für mich ist das kein Argument, dass Kabuto da stärker war. Klar, die wollen hier wieder auf Teufel komm raus halt Itachi runterreden. Aber das ist so, als ob ich sagen würde, Sasuke wurde von Madara aufgespießt. Ja, wow. Was soll das jetzt aussagen? Das sind krasse Charaktere halt, ne? Und trotzdem war er genervt. Man kann trotzdem einen Case machen, dass Itachi da die Oberhand hatte. Und klar, er wurde getroffen, aber er konnte sich auch regenerieren. Also Itachi weiß ja, dass er Edo Tensei ist. Also klar kann man sagen, er wurde geblitzt, als er getroffen wurde. Aber andererseits hat er sich auch bewusst in der Position gebracht, wo er getroffen werden kann. Er wollte ja einen Loop erzeugen. Also wer weiß, wie er gekämpft hätte, wenn er nicht Edo Tensei wäre. Und im Endeffekt ist er Edo Tensei. Also das muss man halt mit einbeziehen. Also ich persönlich finde da nichts, was gegen Itachi spricht. Und gerade weil er faktisch zu EMS Sasuke scaled, der deutlich über vielen anderen scaled, ist das für mich schon aussagestark. Absolut. Was ich halt nochmal sagen wollte, ist halt einfach so der Fakt, also man kann sich mein Itachi und Sasuke Video gegen Kabuto anschauen, da habe ich nur wirklich eine richtig genaue Analyse gemacht. Und Kabuto ist crazy. So, Punkt. Kabuto ist krass, Itachi ist nicht so stark wie Kabuto, aber das heißt ja trotzdem nichts. Also Kabuto ist halt fucking crazy, der ist halt stark. Genau, Miep, hast du was zu sagen? Das Ding ist, ich finde, dass der Kampf schwer ist, um daraus irgendwas richtig rauszumessen, weil, wie ihr schon gesagt habt, so, beide Seiten mussten sich zurückhalten. So, deswegen, das ist kein richtiger Kampf in dem Sinne, so. Da ging es nicht richtig ums Besiegen des anderen, beziehungsweise nicht ums Töten des anderen oder keine Ahnung was so. Unter anderen Bedingungen hätte der Kampf ganz anders ausgesehen. Ich selber gehöre auch noch eher zu der Partei, die sagen würde, dass Itachi da stärker als Kabuto ist, auch wenn ihr das dann anders seht, was ich verstehen kann. Aber vor allem, so was man da vielleicht auch als Argument bringen könnte, wäre, dass nachdem Kabuto besiegt wurde, wie gesagt, Sasuke immer noch übel Respekt vor Orochimaru hatte, so wie Getsu komplett Schiss vor ihm hatte und keine Ahnung, was da abging. Und wir wissen halt, dass ein Itachi da halt drüber steht und keine Ahnung, was so. Also auf mich wirkt das mehr so, als ob die einen Orochimaru immer noch über einen Kabuto stellen würden. So diesen Vibe bekomme ich. Aber auch abseits davon, Itachi hat für mich einen leichteren Weg, Kabuto zu besiegen. Kabuto hat das krassere Arsenal mit Abstand, aber dafür ist Itachi für mich schneller tödlich, wenn das Sinn macht. Keine Ahnung, also wenn es so ein Kampf wäre, wo die sich gegenseitig umbringen wollen würden, würde ich da tatsächlich eher auf Itachis Seite stehen. Aber ja, das wollte ich einfach nur reingeworfen haben, so meine Ansicht. Ich wollte sagen, zum Beispiel, Kabuto hat ein sehr, sehr gutes Arsenal gegen, ja, generell gegen halt die Uchihas. Also der zum Beispiel die Schild an seinen Augen, heißt so, Genjutsu bringt nichts. Er hat Sage Mode, womit er sogar potenziell das Otsuka Blade sogar ausweichen könnte, rein potenziell. Also weiß ich nicht. Aber da muss man auf fairerweise sagen, Sasuke hat auch Amaterasu benutzt. Und Kabuto sieht selbst Amaterasu immer noch als Gefahr. Also ja, es ist jetzt nicht so, wie der sagen. Und ich meine, das mit dem Totsuka-Schwert ausweichen, er konnte Itachis normale Schwerthiebe nicht jedes Mal ausweichen. Ja, aber der hat also gegen zwei Leute gekämpft. Also man darf das auch nicht vergessen. Aber ich verstehe trotzdem. Ja, davon. Klar.
Ja, wie gesagt, das ist ein Kampf, den man nicht, finde ich, richtig als Kräftemessen nutzen kann, weil halt beide Seiten aus verschiedenen Gründen da anders drauf waren. Weil vor allem Itachi ging es dann darum, das Edo Tensei zu lösen, aber vor allem auch noch Kabuto zu therapieren, weil er halt sich selber in Kabuto gesehen hat. Ja, okay, dann würde ich auch mal sagen, Leute, wir sind auch schon fast fertig mit dem Video. Es gibt noch einen letzten Punkt und ich finde den Punkt auch eigentlich am geilsten. Und ja, ich würde sagen, haltet euch mal fest, Leute, auch die Zuschauer, also nicht, dass sie irgendwie wegfliegt oder so. Das wirklich ist wirklich, also das Statement ist wirklich krass, dass sie das auch noch ernst meint. Das ist so ein 2004-Argument. Nicht 2024, so 2004, 2007 so. So, wenn du so ein Argument gebracht hast, so vor 15 Jahren, hätte ich gesagt, okay, aber nicht im Jahre 2024. Ich weiß zum Glück nicht, was kommt, oh nein. Mieb, halt dich fest. Itachi war leicht stärker als Hebisasuke und gewinnt die meisten Kämpfe taktisch in Offguard, ist aber in einem richtigen 1 gegen 1 einen nicht vorder Charakter wie Classic Kakashi chancenlos. Also, wo fange ich an? Hebisasuke sagt selber, dass Orochimaru stärker ist. Karin sagt selber, du sollst Orochimaru besiegt haben. Ich glaub dir das nicht. Und er sagt dann selber so, ich habe den perfekten Moment abgewartet. Itachi besiegt einmal mit seinen drei Tomo-Sharingan ein Orochimaru ohne Probleme. Dann nochmal, wo er fast am Upcracken war, Ninja Aids, sein Urgroßvater und blutgespuckt zuvor gegen Sasuke gekämpft. Dann kommt auf einmal so Orochimaru mit seiner Hydra-Form, was bestätigt sogar sein stärkstes Jutsu ist. Und halt das Gegenstück zu das Imperfect Sage Mode von Jiraiya und das 1000 Healing Jutsu von Tsunade. Und was hat dieser Itachi mit Orochimaru gemacht? Er hat ihn komplett auseinandergenommen. Komplett. Dozuka Blade, Orochimaru konnte nicht darauf reagieren. Zweite Sache, die Köpfe von Hydra abgeschnitten. Er war fast am Sterben, ist auch direkt danach gestorben und hat dann sowas noch gemacht. Also, er ist halt bestätigt über dieses Sunnen-Level. So, ich verstehe halt auch da wieder diesen Punkt nicht. Mir fällt ja richtig so ein, bin ich ehrlich. Also, das Ding ist halt, wenn ich sowas höre, denke ich mir so, was genau... Will man jetzt von mir hören? Was soll ich jetzt sagen? Wir wissen, er ist dated so stark wie EMS Sasuke. EMS Sasuke und Hebi Sasuke, ich glaube, wenn ich sage, der ist mehr doppelt so stark, übertreibe ich nicht mal. Wahrscheinlich sogar noch mehr. So, das ist kein Unterschied. Erstens das. Zweitens, Itachi ist ein Charakter, der sehr taktisch kämpft. In Naruto ist offen Schere, Stein, Papier-Prinzip so. Wenn du taktisch gegen den richtigen Charakter vorgehen kannst, gewinnst du auch. Beispielsweise Itachi ist wahrscheinlich nicht so viel stärker als Naruto im Allgemeinen, aber hat dennoch bessere Möglichkeiten, halt Nagato zu besiegen, weil er smarter ist und die richtigen Wincons hat. Also, es geht nicht immer darum, wer ist wie stärker. So, beispielsweise, wenn Gai jetzt gegen Obito kämpfen würde, hätte er vielleicht sogar mit Kamui halt Probleme, hätte verloren und hätte dann mehr Probleme dann gehabt als gegen Madara. So, das ist halt immer eine situationsabhängige Frage und emotionsabhängige Frage. Itachi sowieso kämpft meistens nicht um des Sieges willen. Der hat meistens doch, wie gesagt, andere Ziele im Hintergrund. Beispielsweise Naruto B zu beschützen, Sasuke zu beschützen, Edo Tensei auflösen, Kabuto überzeugen. Und keine Ahnung, ich verstehe einfach dieses Statement jetzt nicht. Also mir fällt da echt nichts zu ein. Wie soll der Hebisasuke Level sein, wenn der Stated stärker ist? Wie soll der Hebisasuke sein, wenn Hebisasuke selber sich unter Orochimaru Stated, der One-Hit für ihn ist, kurz bevor er stirbt? So, wie funktioniert das? Und diese Aussage mit der besiegt nur Vordercharaktere, ist Orochimaru ein Vordercharakter? Ist Kabuto ein Vordercharakter? Ist Nagato ein Vordercharakter? Von mir aus lass die weg, aber der One-Hitted Orochimaru. So, wie soll er bitte Vordercharaktere als einziges besiegen? So, also ich verstehe das nicht. Also Anime, was ist deine Meinung dazu? Also mir fällt da nichts ein. Es ist definitiv einer der Statements aller Zeiten so. Ja, I don't know, so, also, ist halt Bullshit, so, mehr kann man dazu nicht sagen, so, like, alright, hör auf drüber zu reden, gut ist, so, aber zu dem, was du dann eben noch gesagt hast, da wollte ich auch noch ein paar Sachen anmerken, du hast ja eben auch gesagt, so, yo, Itachi hat immer so, der kämpft nicht irgendwie richtig, um zu kämpfen, sondern hat da immer größere Motive oder sowas, das liegt halt vor allem auch daran, dass er halt ein Pazifist ist, er kämpft nicht, wenn er nicht kämpfen muss, so. Er hasst es zu kämpfen. Er kämpft nicht gerne, so. Und deswegen, wenn er kämpft, dann ist es nur so etwas, dass sein Gegner einfach direkt lahmlegt, damit er nicht mehr machen muss. Oder ist es halt, um ein höheres Ziel zu erfüllen, so. Das heißt, wir haben, ich würde so weit gehen, wir haben noch nie einen blutrünstigen Itachi gesehen. Haben wir nicht. Gibt es nicht. Und
Ja, das hat dann was zu bedeuten, wenn man so viel in so einem Zustand schafft. Und ja, wie gesagt, dann halt noch dieses Argument so, dass Itachi gleich aufgestellt ist mit einem EMS-Sasuke, der gleich aufgestellt wird mit einem KCM2 Naruto. Zu einem späteren Zeitpunkt aber, muss man fairerweise Und sagen. wenn Also der Sasuke, der gegen Kabuto gekämpft hat, war so wahrscheinlich so zwischen KSM-1 und KSM-1.5. Aber das ist halt Itachi dann auch, also. Ja, auch wenn man zu dem Orochimaru-Punkt gehen will, den Koala eben aufgemacht hat. Also wenn es um Vordercharaktere geht und keine Ahnung was. Orochimaru stand in Classic vor Kakashi, hat nichts gemacht und Kakashi hat gesehen, wie er geköpft wurde. So ein Level hat Orochimaru. So, dass seine Anwesenheit dich vernichtet. So spiritueller Druck im Bleach-like gefühlt. Und ja, Itachi hat ihn zum Schoßhund gemacht, so kleinen Hausschlange, keine Ahnung, so, I don't care. Also, ja, mehr kann ich da nicht zu sagen. Und nochmal zu dem zweiten Punkt. Obito rettet Sasuke und das, was er am Ende sagt, ist einfach so, wenn Itachi gewollt hätte, hätte er dich umgebracht. Punkt. Also, es wird sehr stark gesagt, dass wenn Itachi gewollt hätte, Obito stirbt. Itachi Ja, wird von. es war so ein. Sasuke war komplett davon überzeugt, dass Itachi richtig gegen ihn gekämpft hat. Und Obito fragt nur, warum lebst du denn? Ja. Und auch mal eine Sache zum Beispiel, Itachi hat sogar Statement zum Beispiel, wenn er sein Susanoo auspackt, dass er unbesiegbar ist. Das wird von Zetsu gesagt. Er kennt Leute wie Pain, er kennt auch Leute wie Kisame und kennt so viele Ninja wie Hashirama Madara und weiß zum Beispiel von den lebenden Ninjas, die es bis jetzt gibt, wird Itachi als unbesiegbar angesehen. Also als, genau, solche Statements hat auch Pain, by the way. Also er wird halt auf dieses Level gepackt. Und vor allem eine Sache, die ich auch noch anmerken will, ist, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, weil Nagato beispielsweise kann man debaten, aber ich will kurz noch ein paar Charakter aufzählen, einfach nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, über wen sie alles Itachi scalen. Zum einen hätten wir da Charaktere wie Shochi, den scalen sie darüber tatsächlich, ist für mich ein Amaterasu-Victim. Sie scalen tatsächlich Mugen Getsu, sowie auch den dritten Raikage darüber, den sie anders als sich stärker sehen als den vierten Raikage. Ebenfalls für mich alles Amaterasu und Totsuka-Blade-Victims, die nicht an Susanoo vorbeikommen und intelligenztechnisch unterlegen sind. Die scalen Tsunade über Itachi, ebenfalls eigentlich langsamer von dem, was man gesehen hat, gehen aber von den Speedblitz One-Shot aus und denken, dass man Nido-Tensei totprügeln kann. Ernsthaft, die Aussage wurde so getätigt. Und Tsunade sehe ich ebenfalls als Totsuka-Blade und Amaterasu-Victim, gerade weil sie sich auf den Attacken reinstürzt. Außerdem sind sie der Meinung, dass Naruto spätestens seit Sage Mode stärker ist als Itachi. Und das sogar mit Diff. Und sie sind der Meinung, Kakuzu würde einen Heide für Kakashi darstellen. Für Kakashi sage ich schon, für Itachi darstellen. Und sind der Meinung, dass auf jeden Fall Itachi weltenschwächer ist als Charakter, die so in dem Tier von Tobirama oder so spielen oder Nagato. Und sind auch der Meinung, dass er, wie gesagt, schwächer als Kisame ist. Also Kisame ist ein Low-to-Mid-Diff seitens Itachi und dazu haben wir ein ganzes Video gemacht von der Stunde, aber jetzt zum Abschließend eure Meinung so. Ich würde sagen, Was Anni, bevor du was sagt ihr sagst, dazu? ich würde sagen, das war's auch mit dem Video tatsächlich, weil ich möchte nicht so gerne darauf eingehen tatsächlich, weil sollen dann diese 10 Leute glauben? Ich glaube, 1000 Menschen glauben dann da draußen, okay, weißt du was, die labern Bullshit. 5 Leute denken sich dann, nee, das ist so, dies und das. Und das ist halt meine Meinung dazu. Mehr sage ich dazu nicht. Man darf es jetzt auch nicht so hinstellen, als ob es ein Großteil wäre, der das so betrachtet. So, es ist natürlich einfach nur ein kleiner Teil, aber es gibt halt eben Leute, die das so sehen und genau deswegen machen wir solche Videos. So, Es ist auch damit, funny im Endeffekt. wenn sowas am Ende irgendwann behauptet wird, kann man einfach auch hier das da drunter linken oder sowas, I don't know. So, wenn man keinen Bock hat, jedes Argument einzeln rauszuschreiben. Deswegen, ja, dafür machen wir das hier einfach. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ich würde auch sagen, ja, wieder zum Punkt, wo gerade, ich würde einfach sagen, mein Fazit ist auch einfach Cap. Also habt ihr eigentlich auch schon gut abgerundet. Also Drips Aussage gesagt, der mehr als 1000 Worte. Also einfach Schwachsinn. Merkt euch einfach, Shoji-Victim. Choji-Victim in die Schwachsinn Kommentare, Leute. und Hashtag Choji-Victim in die Kommentare. Hashtag Shoji-Victim. Ja. Und wie erwähnt, an der Stelle, ich würde sagen, ja, verlinkt das Video gerne unter deren Beiträge, verlinkt auch die weiteren Videos, wie das Kisame-Itachi-Video und auch andere Videos, die hier so auf dem Kanal erscheinen oder die auch schon Meb gemacht hat, der hat schon zu fast allem ein Erklärt-Video gemacht genau. eigentlich. Nein.
Und ansonsten kommt gerne auf unsere Discords, Anime Drips Discord oder bei mir auch gerne, Bres von Bres. Ihr könnt gerne mit uns debaten oder halt mit uns callen. An sich, wie erwähnt, ey, wir haben kein Problem, wenn ihr beispielsweise jetzt Deidara über Madara scaled. Das ist uns persönlich egal. Es geht halt nur um diese Arroganz dieser Creator. Und wir haben selbst teilweise Leute in unseren Reihen, die Aussagen der Richtung willst tätigen. Willst du Namen nennen? Das ist das Problem, also fühlt euch nicht angegriffen. Aber ja, ich habe damit auch alles gesagt, ehrlich gesagt. Okay, okay. Ich glaube, die Leute wissen eh, wer gemeint ist. Ja, da würde ich sagen, ja, im Endeffekt, es ist Fakt, im Endeffekt gibt es Leute, die das glauben. Und da es gibt Leute, dann gut. Aber da würde ich nochmal sagen, Animeep, danke, dass du dabei warst. Das erste Video miteinander. Ich hoffe, da folgen auf jeden Fall noch mehr. Koala, danke als... Endlich habe ich meinen Anime-Drip-Push. Yes, sir. Bald auf deinen Kanal, hoffentlich. Der große Push. Mhm. Genau. Ansonsten, Koala, danke nochmal, dass du dabei warst, dass du TikTok unsicher machst für uns, damit wir so geile Videos machen können. Ist echt ein Pain, Bruder. Ist echt ein Pain. Ja. So. Ich wollte auf jeden Fall mal so ein Video machen mit Itachi, das halt unterbewertet wird, dass ich das jemals mache. Also wenn man meine Livestreams guckt oder so, dann ist das halt meistens, wie sie sagen, ich kann Itachi sehr gut einschätzen, ich überbewerte den nicht, ich unterbewerte den nicht. Und wenn man meine Livestreams kennt, dann weiß man das, so dass ich das eigentlich nicht mache, so. Damals musste man erklären, dass es Fake-Interviews sind, wo Kishimoto meinte, dass der Krieg vorbei wäre, wenn Itachi am Leben geblieben. Ja, absolut. Da würde ich nochmal sagen, Jungs, danke, dass ihr dabei wart. Links zu beiden Kanälen in der Videobeschreibung, als auch im Titel des Videos. Checkt ihr auf jeden Fall mal ab. Lässt einen Gruß da von mir. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Video, Leute. Alle sagten zu mir, mach doch endlich reinen Tisch. Schwuler Fisch. Jetzt gebe ich zu, ich bin ein schwuler Fisch.